Was geht ab, Leute? Ich weiß jetzt nicht, für wen das Video ist, aber Leute, ich hatte gerade diesen Gedanken und ich muss ihn mit euch teilen. Macht eure Träume und Ziele wahr. So viele Menschen verschwenden so viele kostbare Zeit, so viel kostbares Potenzial, verschwenden so viel Zeit. Nutzt eure Zeit weise, jagt eure Träume, eure Ziele. Geht mit eurer Zeit um, wie als wäre das die teuerste Währung, die ihr nur habt. Weil im Endeffekt, Zeit ist alles, was wir haben. Es kommt darauf an, wie du deine Zeit nutzt. Und wenn du die ganze Zeit noch Zeit verschwendest, wie so viele Menschen da draußen, musst du dich nicht wundern, wenn du irgendwann genau am selben Punkt stehst, wie du jetzt stehst. Willst du besser werden oder willst du gleich bleiben? Das ist die Frage jetzt. Weil so viele da draußen vergeuden tagtäglich so viele Stunden an Zeit, an Zeit, an Zeit, jeden Tag. Und machen sich keine Gedanken, so, ey, soll ich mal besser werden hier? Gefällt mir das hier, sonst irgendwas? Nein. Machen sich erst die Gedanken, wenn es zu spät ist, wenn sie sich nicht mehr bewegen können, wenn auf einmal Krankheiten kommen und sonst irgendwas. Und krankheitsbedingt können die jetzt nicht mehr so Gas geben wie vorher. Und die haben sich die ganze Zeit vielleicht gesagt, ja, ich mache irgendwann das und das, ich mache das, ich mache dies und haben nichts gemacht. Deswegen nutzt deine Zeit weise. Sonst wirst du es bereuen, du wirst es am Ende immer bereuen. Diese ganzen Menschen bereuen das jetzt schon, aber schieben das alle unter den Teppich und sagen, ja, ich mache das irgendwann, ich mache das irgendwann, ich mache das irgendwann und machen es nie. Willst du genauso sein wie die und die ganze Zeit Dinge aufschieben oder willst du jetzt durchziehen? Du hast eine Idee, du ziehst sie durch. Du hast eine Idee, du ziehst sie durch. Das ist das Allerbeste. Ich kann jedem nur empfehlen, jagt eure Träume und Ziele. Sobald ihr eine Idee habt, setzt diese Idee um. Das ist das Allerbeste, was du tun kannst. Das Schlimmste, was du tun kannst, ist, Ideen zu haben und sie nicht umzusetzen. Das ist verlorene, verschwendete Kreativität, verschwendete Zeit, egal was, ja, verschwendetes Können, verschwendetes Potenzial. Weil in dieser Zeit hättest du wirklich diese Sache machen können, hättest dein Potenzial präsentieren können, zeigen können, umsetzen können. Boom. Fertig. Du hättest ein geiles Produkt vielleicht oder sonst irgendwas oder hättest irgendwas verkauft oder whatever. Ihr versteht, was ich meine. Deswegen, wer seine Zeit sinnvoll nutzt, wird immer belohnt werden. Wer seine Zeit verschwendet, wird bestraft. Ist einfach so. Und Gott hasst faule Menschen, die die ganze Zeit nur faul sind, nichts tun, sich nicht verbessern, sich nicht verändern. Gott hasst das. Gott liebt Menschen, die fleißig sind, die jeden Tag an Träumen und Zielen arbeiten, die an ihrer besten Version ihrer selbst arbeiten, die daran arbeiten, die beste Version ihrer selbst zu werden. Gott liebt das, wenn du an dir arbeitest. Aber Gott hasst es, wenn du dich schleifen lässt. Und so viele lassen sich schleifen, machen keinen Sport, machen nichts Gesundes, machen nur Bullshit den ganzen Tag. Deswegen, ich wollte euch einfach nur ein kurzes Video jetzt machen. Geht mit eurer Zeit weise um. Zeit ist sowas von fucking kostbar. Egal, wer diese Message jetzt gebraucht hat. Geh jetzt raus und jag deine Träume und Ziele. Mach nicht mehr den Fehler und verschwende deine kostbare Zeit. Wie so viele Menschen da draußen. Mach es weise, mach es schlau. Investiere deine Zeit sinnvoll in Träume und Ziele. Investiere deine Zeit wirklich gut. Zeitmanagement ist sowas von wichtig. Du kannst nicht mehr hingehen und zu jedem Ja sagen, mit jedem chillen, mit jedem abhängen und sonst irgendwas. Das war mal. Das war mal. Wann willst du erwachsen werden und deinen Traum jagen, dein Traumleben aufbauen und sowas? Wann willst du erwachsen werden und deine Träume jagen, deine Ziele jagen, dein Traumleben dir aufbauen und all das, was dazugehört? Das ist sowas von essentiell. So viele vernachlässigen das, denken nicht daran und dann irgendwann, bumm, kommt der Stichtag und du kannst dich auf einmal nicht mehr so bewegen oder bist irgendwie krank oder hast sonst irgendwas, ja. Und es ist nicht mehr wie früher, wo du einfach so beweglich, gelenkig und schnell bist und sonst irgendwas. Nein, dann hat die Zeit dich eingeholt. Die Zeit holt uns alle ein. Deswegen geht mit eurer Zeit sowas von weise um. Geht mit eurer Zeit sowas von sorgfältig um. Zeit ist alles, was wir haben. Deswegen nutzt sie weise. Verschwendet keine Zeit mehr mit Menschen, die ihr gar nicht sehen wollt.
die gar nichts zu tun haben in eurem Leben, die gar nichts zu suchen haben in eurem Leben. Verschwendet keine Zeit mehr mit Menschen, die ihr nicht sehen wollt. Tut keine Dinge mehr, die ihr nicht tun wollt. Tut das, was ihr tun wollt. Jagt eure Träume und eure Ziele. Macht das, was euch glücklich macht. Geht raus und jagt euer Traumleben. Baut euch euer Leben auf. Denn niemand wird es für euch machen. Niemand wird rausgehen und für dich jetzt hingehen. Ah, und ich sehe, du hast diesen Traum. Ich mach das für dich. Ruh dich aus. Ich mach das für dich. Niemand wird so kommen und es für dich tun. Du musst es für dich selbst tun. Deswegen arbeite jeden Tag, auch wenn es nur das Geringste ist. Auch die geringste Arbeit zählt. Jeden Tag am Traum und Ziel arbeiten hilft, als alle 2 Tage, alle 3 Tage, alle 5 Tage, aber dann effektiv und so ein Scheiß. Nein, jeden Tag konstant dran arbeiten. Ich weiß jetzt nicht, für wen das ist, wer diese Message gebraucht hat, aber dennoch. Vertrau deiner harten Arbeit. Wenn du jeden Tag jetzt eh schon am Arbeiten bist, vertrau deiner harten Arbeit. Die wird ganz, ganz andere Türen öffnen. Die ganze Zeit hat nicht so wirklich was geklappt für dich, aber jetzt wirst du immer besser und immer besser und immer besser und immer mehr Leute von Qualität kommen zu dir, immer qualitativ bessere Menschen, die bessere Connections haben, sowas halt, kommen jetzt vielleicht zu dir oder sonst was, du knüpfst immer mehr bessere Kontakte und sowas. Wer weiß? Wer weiß? Das ist auch Erfolg. Egal wie dein Erfolg jetzt gerade aussieht, Hauptsache Erfolg. Ganz ehrlich. Wenn alles besser wird jetzt gerade, sei stolz drauf. Sei stolz drauf. Arbeite weiterhin daran. Arbeite jeden Tag an Träumen und Zielen und vergeude deine Zeit nicht mehr. Sei nicht wie die meisten, die ihre ganze Zeit, die ganze Zeit vergeuden. Nein. Geh mit deiner Zeit weise um. Sei stabil und geh mit deiner Zeit auch genauso um. Stabil. Deine Zeit muss gut gemanagt sein. Deswegen kannst du jetzt nicht mehr hingehen und zu jedem einfach so selbstverständlich Ja sagen. Deswegen, ich lasse es jetzt mal hier so stehen. Geht mit eurer Zeit gut um. So respektiert die Zeit, denn Zeit ist alles, was wir haben. Deswegen in diesem Sinne, wir sehen uns in den nächsten Videos. Für Coaching Calls bin ich gerne zu haben, auf jeden Fall. Guckt mal in die Video- und in die Kanalbeschreibung. Dort ist alles verlinkt, wie und wo ihr mich da kontaktieren könnt für ein persönliches Coaching. In diesem Sinne, wir sehen uns in den nächsten Videos. Peace out. Sei ja fucking nada. Zieht durch.